Damit wird auch die unbekannte E-Mail-Freundin verdächtig. Mit den Zugangsdaten des Häftlings überprüfen sie dessen Mailkontakt mit der Frau und stoßen dabei auf ein entscheidendes Indiz. Aha, guck, hallo von draußen. Lieber Rainer, ich habe von dir in der Zeitung gelesen, bla bla, einfach fasziniert. Wie war es, als du die Frau entführt hast? Was hast du mit ihr gemacht? Aha. Okay. Veronika Kunze. Können wir es mal ausdrucken? Ich druck das mal aus, ja. Also die Frauen? Also ich kenne sie nicht. Du? Ich kenne sie auch nicht, aber schade, ich wundere mich immer wieder, dass hübsche Frauen auf solche Verbrechertypen stehen und sie irgendwie im Knast kontaktieren und sie irgendwie anbändeln. Das ist echt vielleicht auch, was, auch Journalistin oder was? Die das Phänomen, dass gerade Frauen Straftäter kontaktieren, weil sie vielleicht in der Zeitung darüber erfahren haben, das gibt es immer wieder. Ich persönlich habe, ich bin kein Psychologe, ich kann es mir nur so erklären, dass es einfach Frauen sind, die ein Bedürfnis haben, eine Person, die in dieses Böse reingeraten ist, zu helfen. Das sind Phänomene, wo es schwer, sehr schwer ist, die eigentlich wirklich zu verstehen. Tja, was ist denn das da? Gutes Mann. Pixelfehler oder was? Wo haben wir das schon mal gesehen? Das ist so ähnlich. Das? Ich meine, das Bild mit den beiden von dem Selfie, wo die Zielscheibe dran ist, war stimmt, nicht auch so ein Schmiss an der Seite. Die Theorie der Kriminalisten? Die Fotos wurden möglicherweise mit derselben Kamera und damit auch von der gleichen Person aufgenommen. Und tatsächlich ermitteln sie anhand des Bildes nur wenig später den Täter. Das ist das Gleiche. Also, das ist ein Pixelfehler, weißt du? Ja, ja. Der Kamera wahrscheinlich. Vielleicht sei das Objektiv nicht mehr ganz in Ordnung oder irgendwas ist da, das Software kaputt, ich weiß nicht. Aber du, warte mal, wenn sie hat doch erzählt, dass sie zwar das Foto mit dem Selfie-Stick gemacht hat, oder, aber mit seinem Handy. Mit dem Handy von ihrem Mann. Genau, also von diesem Malte. Das Bild ist auch von seinem Handy? Nee, das wissen wir eben gar nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob überhaupt eine Verbindung besteht. Das ist die junge Frau, die unseren... Folgen, da kommen Sie mal kurz rein. Was ist los? Kennen Sie die junge Frau? Kommt Ihnen die bekannt vor? Ja, klar. Wie, ja, klar? Das ist Susi. Wer ist Susi? Das ist von Malte, die Schwester. Eindeutig, klar. Die Schwester von Malte? Ja. Weil diese junge Frau hat unseren Knacki angeschrieben. Wie? Aber sie hieß da nicht Susi, sondern nannte sich Vroni. Vroni? Wissen Sie von irgendeiner Verbindung von der Schwester von diesem Malte, also von dieser Susi, in den Knast? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die haben überhaupt gar nichts miteinander. Nee. Aber er hat dieses Foto gemacht. Sie hat sich nicht erklären können, wie dieses Foto, was sie da gemacht hat, irgendwo in dritte Hände gekommen ist. Richtig. So, wenn er aber das Handy hat, Er hätte es ja überall verteilen können oder macht damit, was er will. Er kann es zum Beispiel ja auch selber ausdrucken oder wie auch immer. Und im Briefkasten legen. Und dann macht er dieses Foto, gibt sie für Vroni aus und kommt so an das Insiderwissen. Ich meine, das ist jetzt eine schöne Geschichte, aber... Rufen Sie mal Ihre Schwester an, Ihre Cousine an. Die soll sich mal eventuell, wenn es geht, von dem Malte fernhalten. Ein bisschen von dem Malte in Acht nehmen, aber machen Sie keine Panik. Das ist auch nicht gut. Nee. Dieses Bild soll angeblich nicht über die sozialen Medien verteilt worden sein, landete dann aber später im Briefkasten von der Familie Pecher, wo man sich fragen muss, wie kommt es denn da rein? Wie ist der Kreis jetzt zu schließen? Und da ist für uns dann Herr Pecher auf jeden Fall ganz stark in den Fokus der Tatverdächtigen gerückt, weil möglicherweise hat er hier auch mit diesem Bild und dieser Vroni ein Fake-Profil erstellt, wenn man so will. Pervers, aber leider war es wohl so. Ja, komm mal zu, wo bist du? Wir? Du darfst auf keinen Fall in Maltes Nähe kommen, okay? Er hat damit was zu tun. Du musst dich fernhalten. War das der Malte? Das war der Malte. Wo waren die im Krankenhaus? Oh nein. Gerade im Krankenhaus losgefahren. Krankenhauszug. Wir müssen mal auf die Karte. Nein. Ich glaube, die Spur ist gar nicht schlecht, oder? Ja. So, das Krankenhaus ist das da. Wie wär's, wenn wir einfach mal eine Handyortung machen? Genau. Mach eine Handyortung. Mach mal Handyortung. Ich mach die Nummer. Wunderbar. Und dann fahren wir dahin. Aber schnell, weil wir müssen ja irgendwo hier in diesem Bereich sein. Das glaube ich aber auch. Das ist ja Malte, unser Bösewicht. Gibt's da nicht, oder? Wie sieht der jetzt aus? Im Moment sieht es danach aus, als ob der treusorgende Ehemann dieser Frau Pecher, des Opfers von heute Morgen, irgendwie in der Sache mit drin steckt. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig, aber es spricht derzeit alles dafür. Und scheinbar ist seine Frau in Gefahr, und zwar die von ihm ausgeht. Und da müssen wir jetzt mal was tun. Das Handy wurde inzwischen auf einem stillgelegten Industriegelände im Duisburger Süden geortet. Die Polizisten befürchten, dass der Mann seiner Frau dort etwas antun wird. Bei ihrem Eintreffen auf dem menschenleeren Areal erhalten sie umgehend einen ersten Hinweis auf Opfer und mutmaßliche Täter. Oh, hier ist eine Handtasche. Ja,
Der ist noch nicht lange hier, der ist noch warm. Hier ist der Ausweis von der Frau Pech. Ich glaube, wir sind richtig. Das ist die Karre, ne? Ich frage mal hier die Kurier. Ist das der Wagen von dem Köder? Ja. Ist die da drin? Nein, 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 ich weiß nicht. Warte mal, Koffer auf? Nee. Warum steht das hier? Ja, okay. Ist das Auto von ihrer Cousine? Von Malte. Von Malte? Witzig. Warum ist ihre Tochter? Okay. Bleiben Sie junge mal bitte Dame, hier. Tun Sie mir einen Gefallen. Hallo, hören Sie mir zu. Bleiben Sie bitte hier, okay? Ja. Bleiben Sie wirklich hier. Nicht uns hinterherlaufen. Nicht hinterher. Ja, wenn irgendwas ist, dann sagen Sie Bescheid. Das machen wir sofort. Kennt das jemand hier? Wart ihr schon mal hier? Nee. Hier sind Fußspuren, ne, hier vorne. Ja. Wo? Hier vorne. Das ist bloß auch, wo ihr hintretet, ja. Da ist eine Tür. Hier ist nichts. Nee. Ich hör was, ich hör was. Hallo? Du Scheiße. Du Scheiße. Oh Mann. Warte, warte. Oh. Alles gut, alles wir gut. Wir sind da. Wir sind sicher. Wir sind da. Wo ist der Mann? Wo ist der Kerl? Der war bis vor 2 Minuten bei mir. Okay, pass auf, ich bleib hier. Wo ist er denn hin? Was soll er denn machen? Nach dem Telefon, nein, das ist total ausgerastet. Ey, wenn der abgehauen ist, nicht, dass er vorne zu unserer Ja, genau, da. Genau. Weil sonst hätte er uns ja entgegenkommen müssen. Scheiße. Ja, hier kannst du überall hin. Aber nicht, dass einfach zu ihr da vorne rennt. Das wäre scheiße. Hey! Messer weg, aber ganz schnell! Geht darüber! Ganz ruhig! Ohne euch wäre das doch alles gar nicht passiert! Nehmen Sie das Messer weg! Machen Sie keinen Blödsinn! Das macht doch keinen Sinn! Das macht doch keinen Sinn! Der Scheiße geht zu den Autos! Beruhig dich! Lass die Waffe fallen, aber sofort! Beruhig dich! Zu den Autos! Schmeiß das Messer weg! Warte auf! Alles gut, alles gut! Holen wir uns! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Bleiben stehen! Mach kein Blödsinn! Super. Was soll das denn werden, ihr Mann? So, einmal umdrehen. Jetzt hier nicht rumgeschnüffelt. Machst du ihn fest? Ich liebe sie doch. Ich hätte ihr doch nie was getan. Was ich mit meiner Frau mache, das kann euch doch egal sein. Schatz, ich hätte ihr doch nie was getan. Ausgerechnet der angeblich so fürsorgliche Ehemann hat seine Frau mit den Stalking-Erinnerungen terrorisiert. Das Motiv des 30-Jährigen? Ein kranker Plan, um seine verängstigte Frau zurückzugewinnen. Was war das denn hier für eine Nummer, hä? Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Was ich mit meiner Frau mache, kann euch doch egal sein. Das ist uns nicht egal. Ich liebe sie doch. Ich hab ihr noch nie was getan. Was ist denn das für eine Liebe? Das könnt ihr doch nicht verstehen. Erzählen Sie mal, was haben Sie vorgehabt? Ja, gar nichts. Unsere Ehe funktioniert halt nur, wenn ich sie beschützen muss. Ich muss sie doch wenigstens vor was beschützen. Das ist doch ganz klar. Ganz klar? Sie müssen sie erst bedrohen und dann beschützen. Ja, richtig. Ey, was für perfides Gedankengut, du. Ihr habt doch keine Ahnung. Wissen Sie was? Ist doch nichts passiert. Ihre Frau muss beschützt werden, aber nicht vor irgendwem, sondern vor Ihnen. Richtig. So ist das. Und ich glaube, Sie haben jetzt viel Zeit, darüber nachzudenken. Sollen wir mitnehmen? Packen wir ihn mit, ja. Auf Herrn Pecher kommt jetzt eine ganze Menge zu. Zuerst wird er natürlich zur Wache verbracht, hat dann die ganzen obligatorischen Dinge wie Fingerabdrücke, was weiß ich. Dann werden wir uns natürlich eingehend mit ihm unterhalten. Wir müssen erstmal prüfen, ob man sich mit ihm unterhalten kann, ob wir vielleicht ein psychologisches Gutachten von ihm einholen müssen. Die ganzen Straftaten, die da auf ihn zukommen, jetzt zu bewerten, ich glaube, dafür reicht jetzt hier kaum die Zeit, weil da hat er alles angesammelt, was er irgendwo ansammeln kann. Also da kommt ein richtig dickes Paket auf ihn zu und wir sind guter Dinge, dass wir dieses Päckchen auch schnüren. Was hat er denn noch gesagt? Nichts. Er ist total ausgerastet, nachdem wir telefoniert haben und er hat gesagt, er will mich beschützen und er braucht mich doch und... Wie krank ist das? Ja, er ist krank, der ist krank, der ist psychisch total krank, ist ein Psychopath. Wir haben ihn so vertraut. Mann, Sie haben schon das richtige Spür gehabt, dass Sie von ihm trennen lassen wollten. Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass wir unserem Opfer, das heißt, wir haben ja eigentlich zwei Opfer, aber in erster Linie die Frau Pecher, dass die in Zukunft sicherlich externe Hilfe, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, ich will nicht sagen muss, jeder Charakter ist anders, aber ich gehe mal davon aus, nach dem, was sie erlebt hat, wird sie das oder sollte sie das tunlichst machen. Möglicherweise gilt das auch für ihre Cousine. Ich meine, das steckt man ja auch nicht so weg, wenn ich plötzlich ein Messer am Hals habe und um mein Leben fürchte. Also da werden wir die beiden Damen hinreichend begleiten, beziehungsweise sie vermitteln, dass sie dort in geeignete Hände kommen und aus diesem psychischen Tal wieder rauszukommen. Spusi ist gar nicht weit weg. Die kommen, also wenn wir hier noch 2 Minuten um die Ecke warten, können wir den Tatort gleich übergeben. Alles klar. Okay? Machen wir. Der Täter muss sich wegen Brandstiftung, Nötigung und Freiheitsberaubung verantworten. Seine Opfer werden sich wieder erholen. Die Ehefrau hat die Scheidung eingereicht. Die Freundin des Entführers und ihr Komplize werden wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Nötigung, gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr, Dokumentenfälschung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Herbeiführens einer Explosion angezeigt.